Herr Gamke, der Bundesrat hat vor kurzem den Vermittlungsausschuss wegen der Reform des Erbschaftssteuergesetzes angerufen. Maßgeblich daran beteiligt waren die Landesregierungen, in denen Grüne vertreten sind. Was passt Ihnen nicht an der Regelung der Bundesregierung und was möchten die Grünen bei der Erbschaftssteuerreform anders machen? Ich finde es gut, dass der Vermittlungsausschuss angerufen wurde, denn nach unserer Bewertung und der Bewertung übrigens vieler Experten ist der vorliegende Entwurf nicht verfassungskonform. Und nachdem wir schon dreimal mit dem Erbschaftssteuergesetz beim Bundesverfassungsgericht gelandet sind, halte ich es für richtig, dass man diesmal eine Reform macht, die verfassungskonform ist. Übrigens sage ich das auch als Beauftragter für den Mittelstand, weil wir brauchen Rechtssicherheit. Und mit dem, was wir im Moment vorliegen haben, gibt es keine Rechtssicherheit. Die MIT, die Mittelstandsvereinigung der CDU/CSU, hat gerade einen Vorstoß unternommen, den Meisterbrief bei Neugründungen wieder einzuführen. Vor einigen Jahren ist in 53 Gewerken der Meisterbrief abgeschafft worden. Die MIT begründet dies unter anderem mit der Nachwuchssicherung im Handwerk, dem Verbraucherschutz und der Mittelstandsförderung. Wie stehen Sie als Mittelstandsbeauftragter von Bündnis 90 Die Grünen zu dieser Forderung? Die Ziele sind sicher richtig gesetzt. Wir wollen Qualität haben, wir wollen Ausbildung ermöglichen und auch Ausbildung im Handwerk fördern. Die Frage ist, ob das der Meisterbrief ist, der das wirklich befördert sozusagen. Es war ja damals die Kritik, dass in nicht sicherheitsrelevanten Gewerken der Meisterbrief vielleicht dazu führen könnte, dass Wettbewerb nicht in dem Maße entsteht oder gefördert wird, wie man das eigentlich haben will. Und ich glaube, da muss man ansetzen. Denn ich bin auch überzeugter Wettbewerbler und die Frage ist, wie können wir auf der einen Seite Wettbewerb organisieren und auf der anderen Seite die mit Recht genannten Ziele Qualität und Ausbildung machen. Und ich glaube, dass wir da nochmal drüber nachdenken müssen, ob allein der Meisterbrief eigentlich diese Ziele sozusagen erreichen lässt oder wie wir diese Ziele auch möglicherweise ohne einen Meisterbrief machen können. Ich verweise dabei auch auf Europa. Es ist ja richtig und wichtig, dass wir auch innerhalb von Europa, gerade auch im Handwerk, einen größeren Austausch haben. Übrigens werden wir jetzt sehr viele gute, ausgebildete Handwerker aus Polen, die bisher in England tätig waren, nach Deutschland holen. Und meine Kenntnis ist, dass die sehr viel Erfahrung und sehr viel mitbringen. Und daran kann man auch nochmal sehen, dass andere Ausbildungswege als der deutsche oder den wir in Deutschland haben, möglicherweise zielführend ist. Der Bundestag hat aktuell eine weitere Reform des EEG-Gesetzes beschlossen. Dieses Vorhaben wird von den Grünen massiv kritisiert. Herr Hofreiter und Herr Griecher sehen darin unter anderem ein Ende der Windenergie heraufziehen. Tatsache ist allerdings, wir haben aktuell eigentlich zu viel Strom und die Kosten für den Mittelstand und die privaten Verbraucher laufen aus dem Ruder. Was ist da das Konzept der Grünen? Ja, das Konzept ist auf der einen Seite sicher deutlich mehr Erneuerbare noch auszubauen, als das jetzt die EEG-Novelle vorsieht, weil wir sagen, wir halten uns an das Klimaschutzabkommen wie in Paris unterzeichnet und dafür brauchen wir einen schnelleren Übergang in die Erneuerbaren, als das jetzt möglich ist. Die Frage ist aber, wie wir dann mit Überkapazitäten, die im Wesentlichen noch durch vorhandene fossile Kraftwerke da sind, umgehen. Und da gehört viele Elemente dazu. Ich will nur zwei nennen. Das eine ist, dass wir sehr viel zielgerichteter nochmal uns fragen, wie können wir Speicher ausbauen? Das heißt also, wie können wir die Volatilität, die in der Sonne und Wind drin liegt, wie können wir dem begegnen? Und das zweite ist, wie können wir die Kosten, Sie haben die Kosten für Mittelstand und auch den Verbraucher angesprochen, die Kosten anders, die Kosten sind ja da, aber die Kosten anders verteilen. Da sind wir der Überzeugung, da bin ich der Überzeugung, dass wir die jetzt noch hohen EEG-Umlagen zum Teil, die nämlich in der Entwicklung dieser Energien begründet sind, anders umlegen, in einen Energiefonds umlegen sollten, sodass die Belastung für Verbraucher und Mittelstand geringer wird. Und dann müssen wir natürlich nochmal, und das will ich als dritten Punkt nennen, an die Privilegierung der großen Unternehmen heran, die in meinen Augen viel zu sehr ausgenommen sind von einer Beteiligung an der Energiewende.